Ist mein Geburtstagsbärchen etwa grummelig? Wenn sich dein Chef für ein Gespräch angekündigt hätte, glaub mir, dann wärst du auch ein bisschen grummelig. Grummel, grummel, grummel. Und sei bitte pünktlich heute Abend. Mensch, Claudia, sollen wir heute Abend nicht einfach einen drauf machen? Um die Häuser ziehen? Geht doch nicht, morgen muss ich arbeiten. Und außerdem rechnen meine Eltern mit uns. Na dann. Hast du nicht etwas vergessen? Schnuff, schnuff. Ich meinte eigentlich den Schlüssel. Herzlichen Glückwunsch. Bam! Abgemähte Hurensau. Fred, mach das weg. Wie sieht das denn aus? Hm? Fire in the hole. Was? Der Ventilator ist hin. Was? Hallo? Na, das ist irgendein Kabellose oder sowas. Gib mal Lötkolben. Warte mal, hier gleich neben der Flex. Ach nee. Warte mal, das ist ja hier im Büro und keine Werkstatt. Warum sollte hier jemand einen Lötkolben haben? Und aus dem Grund habe ich auch immer mein Taschenmesser dabei. Das original irakische Armee-Taschenmesser. Wow. Quatsch. Es ist ein Leatherman. Nee. Lass mal schön die Finger vom Ventilator. Wir stellen jetzt einen Reparaturantrag bei der Zentrale, wie wir das bei allen defekten Geräten machen. Genau so. Hey, ich habe keine Lust, mir wegen so einer Kleinigkeit was anhören zu müssen. Ihr wisst doch, wer heute kommt. Okay. Also, ich hole mir was zu trinken. Will jemand was haben? Schnaps. Witzig. Sehr witzig. Lass du die Finger vom Ventilator. Hm? Frankie, hab du mal ein Auge drauf. Morgen, Rico. Morgen. Heißt was? Allerdings. Was machst du nicht? Yep. Morgen, Aisha. Morgen, Rico. Heiß heute, was? Puh, kannst du laut sagen. Tja, steckst du nicht drin. Saftpäckchen? Yep. Na dann, Aisha. Na dann, Rico. Fred, Rico hat doch gedacht, du solltest Finger davon lassen. Ja, ja. Die Dinger sind genau so gebaut, dass man die nicht reparieren kann. Schön neu kaufen sollst du immer. Wo bleibt der Vogel überhaupt, ja? Still bright and all sunshine smiles on me. Was? Verdammt, wenn. Zwick! Was soll der Mist? Zwick, alles okay? Ich wusste nicht, dass du so fest trinken kannst. Ich dachte, du bist in Australien oder Thailand oder weiß der Geier wo. Fahr mich zurück. Mann, das kannst du laufen. Der Laden ist direkt hinterm Wald. Ich habe so ein paar extra Runden gedreht, nur für den Effekt. Nur für den Effekt? Ja. Super Effekt. Ich geh nach. Warte mal hier. Das Ganze hat auch einen Grund. Ach, und welchen, außer dass du mal wieder deinen Spaß hast?
ist dein Geburtstagsgeschenk. Komm, los. Na, schau mal darüber. Was fällt dir dazu ein? Utah. Wyoming. Nebraska. Ganz genau. Mit dem Güterzug nach Amerika. Mit dem Schlafsack durch die Staaten. Geronimo. Geronimo. Wir waren schon. Was heißt hier, wir waren? Wir sind immer noch Sundance. Auf geht's. Das ist unsere erste Etappe. Was? Na los, wir sollten aufsteigen. Der fällt gleich ab. Yeeha! Bist du bescheuert? Ich kann nicht nach Amerika. Es ist soweit, Sundance. Wir machen die Fliege. Ich muss arbeiten. Ich muss zurück. Mein Chef kommt heute. Dann scheiß auf deinen Chef, Sundance. Und hör mit dem Sundance-Scheiß auf. Ich werde nicht auf den Zug steigen. Ich muss zurück. Punkt. Und der Flieger geht morgen. Und bis dahin müssen wir mit der Kiste in Frankreich sein. Jetzt komm! Danke, Zwick. Kein Problem. Zwick, das tut weh! Ich muss zurück, ich muss arbeiten! Zwick, du Arschloch, es reicht! Du machst mich jetzt auf der Stelle los, sonst. Du hast ja richtig Angst. Blödsinn. Ich verstehe nur nicht, warum das ausgerechnet heute sein muss. Das können wir später immer noch machen. Hä? Und wann denn? In 2 Jahren? In 5 Jahren? Zwick, ich find's auch scheiße. Mann, Rico. Verstehst du das nicht? Ich will hier weg. Wahrscheinlich in diesem Augenblick kommt mein Chef, um mit mir über meine Zukunft bei der Firma zu reden. Und wenn er mich nicht antrifft, dann war's das. Dann bin ich gefeuert. Rico, hier geht's um was. Ich habe mir das auch anders vorgestellt. Wo warst du denn? Was macht ihr denn hier draußen? Frankie! Also mit dem Ventilator. Ja, da gab's ein paar Komplikationen. Aber das Feuer ist doch schon wieder gelöscht. Wie? Feuer? Big Boss ist ein bisschen sauer. Scheiße, ist der schon da? Ja. Was hat er gesagt? Verantwortungslosigkeit, Aufsichtspflicht. Fachchinesisch. Ich hab dann gesagt, du hast einen Darminfekt. Was? Wieso hast du denn... Und wenn du dich entschuldigst und versprichst, dass er wieder vorkommt? Fred, du bist auch nicht ganz unschuldig dran. Der hat den Stecker noch drin gehabt. Ach. Lassen Sie sich auch mal blicken. Wie sehen Sie denn aus? Kann ich mal kurz sprechen? Ey. Meine. Armer Rico, das kriegt da Saures. Warum hast du den Finger nicht von dem Ventilator gelassen? Du Spacko. Warte mal, das ist nicht der Big Boss, der Bruder, das ist. Das ist Rico. Macht's gut, Jungs. Ich bin raus. Claudia? Rico? Was ist? Claudia, ich muss dir was sagen. Ich fahre mit Zwick nach Amerika, noch heute. Was? Wovon redest du? Ich fahre nach Amerika. Amerika, klar. Sehr Claudia, das ist kein Scherz. Sag mal, bist du total bescheuert? Du musst doch arbeiten. Naja. Und wir haben Wochenendpläne mit meinen Eltern. Was soll ich denen denn sagen? Sag denen, ich ziehe mit einem Schlafsack durch die Prärie. Du hast doch überhaupt keinen Schlafsack. Rico? Rico! Zwick! Rico! Hey!
Butch. Sundance. Long time ago when days were still bright, an old sunshine smiled at me. I packed my bags and I traveled west. Jumped on a train and traveled west. Geronimo! Geronimo! Was heißt das eigentlich? I hopped on a train and I wanna feel free. Wanna know what the world's got to see. Wanna see rivers, lakes and the sea. Canyons, deserts and the plains.